Risikobasierter Ansatz, risikobasiertes Denken im Bereich Managementsystem ist total wichtig. Was ist denn das? Das Wort erklärt das eigentlich schon selbst oder schon ganz gut. Man schaut erstmal nach einem Risikoansatz, wo haben wir Handlungsbedarf. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen sich im Bereich Arbeitssicherheit zertifizieren will und hat einen kaufmännischen Bereich und einen gewerblichen Bereich. Ja, wäre total bescheuert, wenn man erst auf den kaufmännischen Bereich schaut. Da wird sich schon niemand umbringen, wenn er sich am Papier schneidet. Sage ich jetzt mal sehr ketzerisch. Dann sollte man zuerst natürlich schauen, dass die Menschen, die Leib und Leben verlieren können, dass denen erstmal geholfen wird. Da gibt es eine FEMA-Analyse, Fehlermöglichkeitseinflussanalyse, zumindest zu Deutsch, Failure Modes and Effects Analysis zu Englisch, wo man schauen kann, jetzt im gewerblichen Bereich, was ist denn die größte Gefahr? Ist da ein Gießofen zum Beispiel? Ja, das ist gefährlich. So, und dann würde man da als erstes hinschauen, dass man die schlimmsten Gefährdungen zuerst abstellt. So, wenn wir mal von Arbeitssicherheit weggehen, Informationssicherheit, auch da, dass es Backups gibt, wo wirklich, wenn das ausfällt, dann haben wir einen Schmerz. Und jedes ISO-System geht genau so vor. Deswegen kann ich jedem Unternehmen raten, sich mit Managementsystemen auseinanderzusetzen.